ist gefühlte minus 20 Grad. Wir stehen hier mitten in Berlin in der Nähe vom Alexanderplatz und um mich herum sind lauter Menschen mit ganz komischen Anzügen an, die ähnlich aussehen wie ich. Vielleicht können wir mal da hier drüben hier einfach mal gucken. Das sind ja die sind alle ganz merklich angezogen. Es ist nicht wieder ein neuer SARS-Fall, wie ich mir habe sagen lassen, sondern es ist eine Aktion der Macher von Secret Cinema, die Future Cinema nach Berlin bringen. Eine Veranstaltung, zu der man hinbestellt wird, wo man nicht weiß, welcher Film eigentlich gezeigt wird und wo man sich in einem bezaubernden, figurbetonenden, wirklich kleidsammelnden Dingsbums hier anziehen muss. Ja, wie gesagt, wir warten darauf, dass es losgeht. Da hinten sind schon ein paar Leute gehüpft. Das kann aber auch sein, weil es einfach so verdammt kalt ist. Ich schaue mich noch mal ein bisschen um und ja, vielleicht kommt ihr ja inzwischen drauf, welcher Film hier heute Abend gezeigt wird. Eine Idee habe ich schon, aber die werde ich euch dann nicht verraten. Future Cinema heißen die Macher, die in Großbritannien schon seit 2005 ungewöhnliche Kinoevents unter dem Namen Secret Cinema ausrichten. Registrierte Fans bekommen dort kurz vor dem Event eine kryptische Nachricht, sich in einem bestimmten Outfit an einem bestimmten Platz einzufinden. In Berlin fand jetzt am 16. Dezember die erste deutsche Veranstaltung statt. Natürlich, wie immer, streng geheim. Uns wurde nur gesagt, wir sollen weiße Anzüge, Taschenlampen und Schutzbrillen anziehen. Nach einer kurzen Wartezeit bei sibirischen Temperaturen ging es dann ab in eine andere Welt, denn wir waren kurzerhand zu Rekruten erklärt worden, die nach kurzem Gesundheitscheck in das Raumschiff Nostromo 2 hinabstiegen und uns auch sofort im Ausnahmezustand befanden. Nostromo? War da nicht mal was? Ach ja, die hatten doch damals dieses Problem mit einem ungebetenen Außerirdischen an Bord. Wo waren wir hier nur reingeraten? Überstandenem Schrecken und kurzer Erfrischung an der Raumschiffbar ging dann der eigentliche Film los, auf den uns diese grandiose Show so aufwendig vorbereitet hatte. Alien. Natürlich mit einer exklusiven Videoeinleitung vom Regisseur Ridley Scott himself, der die Rekruten persönlich begrüßte und sie beglückwünschte, überlebt zu haben. Ja, das war es, das erste Secret Cinema hier in Berlin und das ist richtig gut angekommen. Die Leute haben am Ende 10 Applaus gegeben und um den Schock zu überwinden, dass Aliens unter uns waren, tanzen sie drüben noch bis auf der Tanzfläche. Ja, hier ist jetzt Schluss. Mein Magen grummelt so ein bisschen. Ich habe vorhin so einen Hotdog gegessen, aber der wird mir hoffentlich nicht wieder aus dem Bauch springen. Ja, wir informieren euch natürlich, wann das nächste Secret Cinema ist. Wenn ihr in 2 Monaten wieder gehen wollt, dann lest fleißig Moviepilot. Welcher Film läuft, das können wir euch natürlich auch noch nicht verraten, denn es ist ja Secret Cinema. Also, stay tuned und...